Lass uns doch mal Druck bitte definieren unter Vertriebler. Ich merke immer wieder, auch bei meinen Werbeanzeigen oder wenn ich Vertrieb mache, dass viele Menschen meinen, dass wenn man verbindlich ist, dass das dann Druck ist. Als Kunde, komischerweise, höre ich dieses Feedback nie. In meinen Gesprächen kriege ich nie mit, dass irgendwas druckvoll ist. Das höre ich immer nur von Verkäufern. Verbindlichkeit ist kein Druck, sondern ist etwas Professionelles, was wir uns von unserem Partner wünschen, ob geschäftlich oder auch privat. Druck ist etwas, meines Erachtens, was nur in deinem Kopf entsteht, weil du dich nicht traust, verbindlich zu sein, weil du vor irgendetwas Angst hast, dass etwas passieren könnte, dass du etwas verlieren könntest, dass irgendwas in der Zukunft vielleicht ist, wo du dir jetzt nicht die Gedanken machen möchtest. Aber ich kann dir die Sicherheit geben. Also druckvoller Vertrieb funktioniert nie, da sind wir uns einig. Nur Verbindlichkeit im Vertrieb ist meines Erachtens eins der wichtigsten Punkte, dass der Kunde dich auf der anderen Seite überhaupt ernst nimmt. Also denk dran, Verbindlichkeit und Druck sind nicht das Gleiche, auch wenn es sich kopftechnisch manchmal so anfühlt.